dem Samsung TU7199. Der LED-Fernseher von Samsung ist im Jahr 2021 rausgekommen und damit das aktuellste Modell in diesem Vergleich. Er ist in 7 verschiedenen Größen erhältlich, und zwar zwischen 43 und 75 Zoll, und kommt mit 60 Hertz. Samsung wirbt bei diesem Modell mit ihrem Crystal Display, welches Farben noch zahlreicher und prächtiger darstellen soll als alle Fernseher zuvor. Satte Farbtöne und das Erkennen von allen möglichen Feinheiten im Bild zeichnen dieses Modell aus. Die hohen Kontraste und das tiefe, gleichmäßige Schwarz bieten ein wirklich sehr, sehr starkes Bild. Durch einen bestimmten Modus, dem Auto Low Latency Mode, wechselt das Gerät auch automatisch in den Spielmodus, wenn es zum Beispiel mit einer eingeschalteten Konsole verbunden ist. Damit fühlen sich gerade Spiele sehr dynamisch und so reaktionsfrei wie möglich an. Dieser Smart TV hat zwar keine Alexa-Integration, ist aber sehr wohl mit Alexa kompatibel. Wer einen Fernseher mit einem sehr starken und dynamischen Bild braucht, welches vor allem durch starke Kontraste auftrumpft und auch eine sehr gute Performance bei Videospielen zeigt, sollte zum Modell von Samsung greifen, denn dieses ist auch für einen sehr fairen Preis verfügbar und wurde von den Kunden auch sehr, sehr gut aufgenommen und bewertet. Bei über 4700 Stimmen haben wir einen Durchschnitt von 4,5 von 5 Sternen bei den Kundenmeinungen.